Ja, herzlich willkommen zu meinem kleinen Vortrag Klang und Gesundheit. Ich möchte Sie ganz gerne in den nächsten Minuten ja in die Welt des Klangs entführen und einführen. In meiner Praxis Klangreich Berlin werde ich immer wieder gefragt, was Klangarbeit eigentlich bedeutet und wie Klänge und von welchen Instrumenten eigentlich für die Gesundheit eingesetzt werden können. Und so bin ich auf die Idee gekommen, meine Folien hier, die PowerPoint-Präsentation, mal zu besprechen und einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen. Ich möchte ganz gerne auf das Geheimnis der Klänge eingehen, was Klang überhaupt ist, möchte Ihnen die Arbeit des Alexander Lauterwassers vorstellen und vor allem meine Klanginstrumente, nämlich die Klangschalen, was daran eigentlich so Besonderes ist und wie Klangschalen für die Gesundheit eingesetzt werden können. Vor allen Dingen möchte ich aber auch über Grundlagen sprechen, wie der Klang überhaupt in unserem Körper wirken kann, und möchte dort auf verschiedenste Wirkprinzipien, möchte die Ihnen gerne vorstellen, über die Resonanz, über das Entrainment, über unsere Gehirnwellen und über die Chakren, und möchte dann auf meine Klangangebote in meiner Praxis, nämlich Klangmassage, Klangtherapie, Klangreise und die Klangmeditation, möchte ich Ihnen gerne näher vorstellen, sodass Sie eine Vorstellung bekommen, wofür auch die unterschiedlichsten Klangangebote nun eingesetzt werden können. Ja, Töne und Klänge sind eigentlich nichts anderes als Schwingungen, die unser Ohr wahrnehmen kann. So haben wir ja Sinnesorgane, die in einem ganz bestimmten Frequenzbereich die Schwingungen wahrnehmen können. Das Ohr eben Klänge und Töne, das Auge Farben und Formen. Aber wir haben auch unseren Tastsinn, die Haut nimmt Berührungen wahr, was eigentlich alles Schwingungsmuster sind in einem bestimmten Frequenzfenster. Das sogenannte Hörfenster bilden Schwingungen in einem Frequenzbereich von 16 bis 26.000 Hertz. Und diese Schwingungen breiten sich als Schallwellen in der Luft oder auch im Wasser aus. Und ganz interessant ist hierbei, dass wir in der Luft eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von 340 Metern pro Sekunde erreichen und im Wasser hingegen 1500 Meter pro Sekunde. Also die Geschwindigkeit im Wasser, wie sich Schallwellen, Schwingungen, Klänge übertragen, ist deutlich höher. Und wenn wir jetzt überlegen, dass der menschliche Körper aus ca. 80-90% aus Wasser besteht, dann erklärt es sich eigentlich auch, warum sich beispielsweise bei einer Klangmassage, wo ja die Klangschalen direkt auf den Körper gestellt werden, wie sich die Schwingungen nicht nur hörbar, also über die Luft kommen die Schwingungen an unser Ohr, sondern die Vibrationen sind auch fühlbar in unserem Körper und sie breiten sich im Körper deutlich schneller und besser aus und dringen so tief in unser Körperinneres und können dort wirken. Klang birgt ja sehr viele Kräfte in sich und es gibt eigentlich kaum Schöpfungsmythen in der Welt, wo Klang nicht eine wichtige Rolle spielen würde. Es findet sich vielfach die Erkenntnis, dass die Welt durch Klang erschaffen wurde und Klang ist. Die Inder sagen dazu Nada Brahma, die Welt ist Klang. Und was die alten Weisen und Heiler seit Urzeiten schon wussten, wird heute von Quantenphysikern und Wissenschaftlern ebenso bestätigt, nämlich, dass alles schwingt und klingt. Jede materielle und immaterielle Form ist Schwingung. Von den Elektronen, die sich um einen Atomkern bewegen, ja, bis zu den Planeten hin, die in weit entfernten Galaxien um Sterne kreisen, befindet sich alles in einem Zustand der Schwingung und erzeugt je nach Frequenz und Energie
sozusagen unterschiedliche, von unserem Ohr jedoch oft nicht wahrnehmbare Klänge. Aber nur weil wir etwas nicht hören können, heißt es nicht, dass es nicht klingt. Ja, nichts hat mich in den letzten Jahren eigentlich mehr berührt und zum Staunen und Nachdenken gebracht, wie das Buch von Alexander Lauterwasser, Wasserklangbilder. Das kann ich eigentlich nur allen, die sich für Klang und seine schöpferische Gestaltungskraft interessieren, wärmstens empfehlen. Ihm ist es als Philosoph und vor allen Dingen als Fotograf gelungen, Wassertropfen auf eine Metallplatte zu bringen, die dann durch unterschiedliche Frequenzen zum Schwingen gebracht wurde. Und wie sich dieser Wassertropfen nun mitbewegt, mitschwingt und welche Formvorgänge dabei in diesem sensiblen Medium Wasser zu beobachten waren, das hat er auf faszinierende Weise fotografiert. Und was er dabei fand, war, dass je nach der Schwingungsfrequenz, mit der die Platte angeregt wurde, entstanden verschiedene Formen, die wir eigentlich aus der Natur her kennen. Also es erscheinen Urformen des Lebens. Wir kennen das in Blütenformen, die Dreier, Fünfer oder auch die Spiralform annehmen können. Wir kennen das aber auch aus den kleinsten Einzellern, aber auch bis hin, ja, wie Sie hier sehen auf dem Foto, bis hin zu der Spirale der Sonnenblume, des Brokkoli oder auch einer Schneckenform. Und diese Formen haben immer eine Besonderheit, die der Naturwissenschaftler und Mathematiker auch mit der Fibonacci-Zahl oder mit dem goldenen Schnitt beschreibt. Und es entstehen hier harmonische Resultate, die dann auch Einfluss auf die Kunst oder auf die Architektur genommen hat. Klang, vor allen Dingen in Verbindung mit Wasser, besitzt sozusagen eine rhythmisierende und gestalterische Kraft, die sich eben in den Urformen der Natur widerspiegelt. Und in diesen Urformen finden wir eine harmonische Ordnung, die, in die wir eingebettet sind. Das spüren wir ganz intuitiv, wenn wir uns in der Natur bewegen. Dann wird eigentlich diese Schönheit der Natur überträgt sich auf uns. Wir spüren diese Ordnung auch als, wir fühlen uns dort wohl und es wirkt sich auf unsere Gesundheit aus. Es wird spürbar. Aber da wir selbst als Menschen natürlich auch dieser Rhythmizität, diesen biologischen Prozessen unterliegen und auch das Resultat von Rhythmik und Schwingung sind, machen sich harmonische Schwingungen im Menschen als Gesundheit und Wohlbefinden spürbar. Ist allerdings diese Ordnung gestört, oder drücken wir es mal musikalisch aus, gibt es zu viel Rauschen oder zu viele chaotische Schwingungsfelder, wo sich jetzt keine harmonischen Ordnungsstrukturen herausbilden können, dann fühlen wir uns unwohl und können sogar krank werden. Das Geheimnis der Klänge, vor allen Dingen von Klangschalen und Gongs, liegt also nun darin, dass der Klang schwingende Energie ist. Und diese Klangschwingungen werden nicht nur gehört, sondern sie regen Wasser zum harmonischen Mitschwingen an. Und da wir selber, wie gesagt, aus 90% aus Wasser bestehen, dringen diese Klangschwingungen direkt in die Gewebe und in die Zellen ein und können dort ihre belebenden, schöpferischen, ja auch gestalterischen und ordnenden Energien und Kräfte freisetzen.
die sich dann als vibrierender Strom von Lebensenergie in unserem Körper wie Wellen ausbreiten. Und so ist es also kein Wunder, dass mit Klangarbeit auch therapeutisch gearbeitet werden kann. Aber bevor ich auf die therapeutische Einsatzmöglichkeit von Klangschalen eingehe, möchte ich ganz gerne erstmal etwas über den Ursprung von Klangschalen erzählen. Ja, der Einsatz von Klangschalen hat in Nepal, Indien und Tibet schon eine sehr, sehr alte Tradition und wurde schon vor über 5000 Jahren für die Meditation, für Heilung, aber auch Selbstfindung eingesetzt. Und auch in unserer Zeit beobachten und dokumentieren Klangforscher und Wissenschaftler die entspannende, ordnende, vertrauensbildende und lebensfördernde Wirkung der Klänge. Vor allen Dingen sind es Klangschalen, die für diese Traditionen eingesetzt werden, die hauptsächlich aus Bronze bestehen. Aber es ist ein altes, ja, Geheimnis fast, welche weiteren Metalllegierungen in die Klangschalen eingebettet werden. Sie können aus bis zu 12 verschiedenen Metallen bestehen, wobei eben aus den alten Traditionen diese Rezepturen oft geheim gehalten wurden. Es ist so, dass dieses Metallgemisch geschmolzen wird und dann in eine Gussform gefüllt wird, sodass ein Metallrohling entsteht, der dann unter starker Hitze ursprünglich traditionell von Hand dann weiter in Form getrieben wurde. Und meistens ist das natürlich eine Männerarbeit, die nicht nur von einem, sondern von mehreren ausgeführt wird. Und es gibt in Nepal ist es so, dass die Männer dann in einem bestimmten Rhythmus selber singen und in einem bestimmten Rhythmus die Metalle behämmern und bearbeiten und treiben. Und so spielt also schon bei der Herstellung Rhythmus und ein synchrones Miteinander eine große Rolle. Und man sagt also auch bei den alten, so hergestellten Schalen, dass sie auch deshalb eine ganz besondere Wirkung entfalten. Heutzutage werden Klangschalen oft maschinell erzeugt. Und diese maschinell erzeugten Klangschalen sind eigentlich für den Einsatz der Therapie nicht geeignet. Wenn Sie also eine Klangschale kaufen möchten, sollten Sie genau darauf achten, von wem und wie diese Klangschalen hergestellt werden. Meine Klangschalen habe ich alle von dem Peter-Hess-Institut, wo ich auch meine Ausbildung zur Klangschalenmassage, Praktikerin gemacht habe, erworben. Und die haben ganz besondere Schwingungseigenschaften, die also nicht nur schön klingen, sondern die vor allen Dingen auch langanhaltende Vibrationen erzeugen, sodass sie für die Klangschalenmassage besonders gut geeignet sind. Das Resultat dass die Klangschalen sehr sensibel reagierende Klangkörper darstellen, die sehr, sehr obertonreich sind. Sie klingen oft sphärisch und haben einen langanhaltenden Ton mit sehr unterschiedlichen Klangfarben. Sie erzeugen also ein breites Angebot an verschiedensten Frequenzen, die dann auch für die Arbeit mit den Chakren, auf die ich auch noch eingehen möchte, von besonderer Bedeutung sind. Wenn wir das Geheimnis der Klänge wirklich durchdringen wollen, dann müssen wir uns mit der Lehre von Schwingungen ein wenig beschäftigen. Und da gibt es ein Wirkprinzip, das wichtigste eigentlich für unsere Arbeit, nämlich das Resonanzprinzip. Resonanz ist ein Begriff, der kommt aus dem Lateinischen resonare und heißt widerhallen, mitschwingen. Wir kennen in unserer Sprache auch den Begriff Resonanz finden oder auch Anklang finden.
In der Physik heißt es eigentlich nichts anderes als Resonanz ist das Mitschwingen eines Körpers mit einem anderen Körper. Wir kennen das bei Musikinstrumenten, wo Resonanzen entstehen, oder bei Stimmgabeln. Nehmen wir als Beispiel, ich stehe mit meiner Flöte neben einem Klavier. Das Klavier hat schwingungsfähige Saiten in dem Korpus. Und wenn ich auf der Flöte einen bestimmten Ton spiele, dann schwingt die entsprechende Saite im Klavier mit. Das ist ein typisches Beispiel für Resonanz. Resonanz, was bedeutet das jetzt eigentlich für uns in der Psychologie oder im Menschsein, in der Soziologie? Es ist eigentlich, das Resonanzgesetz ist das Gesetz der Anziehung. Wir kennen ja das Sprichwort, wie du in den Wald hineinrufst, so schallt es zurück. Oder auch Gleiches zieht Gleiches an. Resonanz ist das empathische Mitfühlen und das Hineinversetzen können in einen anderen. Es führt zu Nähe und Emotionalität und gibt uns das Gefühl, oh, da gibt es etwas, das geht mich ganz unmittelbar etwas an. Und solche Momente der Resonanz, die verbinden mich mit der Welt und mit dem, was geschieht. Ich schwinge mit dem, was ist. Es berührt mich. Es macht mich berührbar. Und ich trete sozusagen mit der Welt oder mit dem Ding, mit dem ich in Resonanz gehe, trete ich in eine Beziehung. Und so entsteht eigentlich eine Beziehungsfähigkeit zu mir, zu meiner Umwelt. Ich fühle mich durch Resonanz eingebettet in ein größeres Ganzes. Ich erfahre Bestätigung, Anerkennung. Meine Motivation wird davon beeinflusst. Und so ist Resonanz ein ganz wichtiger Punkt. Autisten zum Beispiel haben die Fähigkeit zur Resonanz verloren. Sie sind isoliert und haben nicht mehr die Fähigkeit, mit anderen in eine Beziehung zu gehen. Sie sind in ihrer eigenen Welt gefangen, können nicht mehr mitschwingen. Und das macht eben dieses Krankheitsbild aus. Ja, in der Physik heißt es so schön, zur Resonanz fähig sind eigentlich nur Körper, die resonanzfähig sind. Jetzt müssen wir uns ja fragen, ist denn unser Körper resonanzfähig? Und wir können ja auch nur wahrnehmen, wofür wir einen Resonanzkörper haben. Und wenn ich das mal unseren Körper mit einem, wenn ich dieses Resonanzphänomen mal mit einem Radiosender vergleichen möchte, dann kann ich nur bestimmte Programme empfangen, wofür ich auch einen Radioempfänger besitze. Aber ich kann mit meinem Radioprogramm kein Fernsehprogramm sehen. Und jetzt stellt sich einfach die große Frage, was für Resonanzzentren gibt es denn in unserem Körper? Der menschliche Körper selbst ist erstmal ein Klangkörper. Wir schwingen, wir bestehen aus Schwingungen. Wir sind sozusagen Klang, schwingende Energie und sind somit also fähig zur Resonanz. Aber die Inder sind noch weiter gegangen. Und die haben den menschlichen Körper jetzt nicht nur als schwingungsfähigen Resonanzraum und Klangkörper betrachtet, sondern sie haben die sogenannte Chakrenlehre begründet. Dabei gibt es 7 Hauptchakren, die Sie hier auch auf der Abbildung sehen. Und ich möchte mal diese 7 Hauptchakren mit den Saiten eines Streichinstrumentes vergleichen. Dabei würde jede Saite mit ihren unterschiedlichen Tonhöhen und Klangfarben einem Chakra entsprechen und jedes Chakra, jedes Schwingungszentrum ist mit bestimmten Organsystemen, aber auch mit Stimmungslagen und Bewusstseinsebenen des Menschen verbunden.
Und das musikalische Spiel auf einem Streichinstrument wird dann möglich, wenn alle Saiten gestimmt und zueinander im richtigen harmonischen Verhältnis stehen. Erst dann können wir darauf Musik machen. Und so verhält es sich auch mit den Chakren. Es sind Zentren, die die Lebensenergie auf speziellen Schwingungsfrequenzen halten und ihre Energie in den Körper leiten, sodass eben bestimmte zugeordnete Organsysteme konstant in einer gesunden, harmonischen Schwingung versetzt werden und somit die Organsysteme konstant mit den nötigen Energien versorgen. Und darüber hinaus wird auch das Zusammenspiel der einzelnen Chakren miteinander synchronisiert und wie in einem Orchester orchestriert. Und so kann es auch sein oder überhaupt nur sein, dass eben aus den verschiedensten Körperstrukturen unsere Organe, Knochen, Zellen, aber auch eher die immateriellen Formen des Menschseins, nämlich Gefühle und Gedanken. Ja, das macht es eigentlich erst möglich, dass all das zu einem Gesamtkunstwerk Mensch wird und auch lebendig wird. Und nicht ein Mensch gleicht dem anderen, weil eben das Zusammenspiel dieser Lebensenergien in jedem Augenblick neu und ganz individuell einen eigenen kreativen Ausdruck findet. Wir können also musikalisch sagen, im Grunde genommen spielt jeder seine ganz individuelle Weise, so wie in einem Orchester. Jeder spielt seine Stimme, jeder hat seine eigene Melodie. Aber über die Resonanz spielen wir auch mit, nämlich in einem Orchester. Wenn die Saiten eines Streichinstrumentes gestimmt sind und wir das jetzt übertragen und sagen, wenn alle Chakren aufeinander abgestimmt sind und synchron schwingen, dann entsteht Resonanz, Fähigkeit und eine Gesamtharmonie. Dann sind wir im Einklang mit uns und mit der Welt. Es entsteht Gesundheit als eine vielstimmige Harmonie. Gerät allerdings auch nur ein kleinster Teil davon, entweder auf dem physischen, emotionalen, mentalen oder spirituellen Schwingungsfeld aus dem Gleichgewicht oder musikalisch ausgesprochen aus dem Takt? Oder ist der Fluss der Lebensenergien zu langsam, blockiert oder sogar beschleunigt? Dann stellen sich subtile oder auch deutlich spürbare Ungleichgewichte ein, die wir dann als Unwohlsein auf körperlicher, emotionaler Ebene spüren oder eben im Körper als Krankheit wahrnehmen. Wenn wir krank sind, dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes verstimmt. Und eine Heilung würde dann darin bestehen, diese unharmonisch schwingenden Teile des Körpers wieder in Harmonie zu bringen. Und wir können hier mit Klang und der Chakrenlehre sozusagen sehr viel auf dieser gesundheitlichen Ebene tun, indem wir diese Chakren versuchen wieder auszugleichen und zu stimmen, wie die Saiten eines Streichinstruments. Schwingung also, was wir sind, mit Schwingung zu heilen, ist daher die Basis der Klang- und Energietherapie, wie ich sie auch in meiner Praxis Klangreich Berlin durchführe. Ja, ich habe in meinem Vortrag mehrfach bereits den Begriff Synchronisierung benutzt und möchte ganz kurz erklären, was darunter eigentlich zu verstehen ist. In der Physik wird Synchronisierung definiert als Entrainment. Es ist, wenn zwei oder mehr rhythmische Zyklen miteinander synchronisiert werden, also in Einklang gebracht werden.
Der menschliche Körper verfügt ja auch über verschiedenste rhythmische Zyklen. Die Biologen und Mediziner nennen das chronobiologische Vorgänge im Körper. Da ist der Schlafrhythmus beispielsweise, aber auch die Hormonausschüttung erfolgt in rhythmischen Zyklen. Und auch unser Gehirn unterliegt verschiedensten Gehirnwellen und Zyklen, die für die Funktionssteuerung des Körpers sehr wichtig sind. Sind diese rhythmischen biologischen Zyklen gestört, so führt das sehr schnell zu einem Ungleichgewicht. Wir erfahren Synchronisation oder auch Entrainment in unserem inneren Rhythmus, zum Beispiel die Herz- und Atemfrequenz, aber auch die Hirnwellenaktivität sind sehr sensibel aufeinander abgestimmt und lassen sich auch miteinander, weil sie miteinander verbunden sind, beeinflussen. Atmen wir beispielsweise ganz bewusst langsam, dann beruhigt sich auch die Herzfrequenz und unsere Hirnaktivität geht in einen entspannten Rhythmus über. Entrainment oder auch Synchronisierung ist auch ganz wichtig bei der Synchronisierung von unserem rechten und linken, unserer rechten und linken Gehirnhälfte. Da möchte ich gleich noch drauf eingehen. Und vor allen Dingen, es ist eben interessant, dass wir durch externe Schwingungen, zum Beispiel durch ein Angebot von rhythmischer Musik oder von rhythmischen Klängen, das Gehirn dazu bringen können, selbst ähnliche Schwingungsmuster zu erzeugen. Das heißt, wir haben hier eigentlich eine Stellschraube, die wir von außen beeinflussen können. So, was hat es jetzt mit diesen ganzen Gehirnströmen zu tun? Es ist bekannt, dass es verschiedenste Gehirnwellen gibt, die auch mit bestimmten Bewusstseinszuständen oder Dingen, die wir machen, verbunden sind. So ist beispielsweise, haben wir Beta-Wellen, wenn wir sehr konzentriert arbeiten, wenn unsere Aufmerksamkeit auf etwas Bestimmtes gerichtet ist, zum Beispiel eben beim bewussten, konzentrierten Denken und Nachdenken. Während wir Alpha-Wellen dann haben, wenn wir in einer sogenannten entspannten Wachheit sind. Es ist eigentlich der ideale Lernzustand eines Menschen. Wir sind entspannt und trotzdem in der Lage, Denkleistungen zu vollbringen, aber nicht ganz so konzentriert und verbissen wie in Beta- oder auch in hohen Beta-Wellen, sondern hier sind bereits unsere beiden Hirnhälften so ausgeglichen, dass sie miteinander wunderbar arbeiten können. Denn wir haben nicht nur ein Gehirn, wie wir immer denken, also ein Großhirn, sondern zwei völlig unterschiedlich arbeitende Gehirnhälften, die über den sogenannten Balken miteinander verbunden sind und die Informationen werden in Windeseile ausgetauscht, sodass wir selbst als Menschen gar nicht merken, dass wir hier zwei völlig unterschiedliche Denkweisen haben. Die linke Hirnhälfte ist über Kreuz mit unserer rechten Körperhälfte verbunden. Wenn wir also zum Beispiel in der linken Gehirnhälfte einen Schlaganfall haben, dann merken wir dies daran, dass wir in der rechten Körperhälfte entsprechende Lähmungserscheinungen finden und umgekehrt. Die linke Hirnhälfte ist unsere logische, rational und analytisch arbeitende Gehirnhälfte, während die rechte Hirnhälfte eher unser emotionales, intuitives und kreatives Denken ermöglicht. Hier können wir aus verschiedensten Details ein Gesamtbild entwerfen. Und
Und die Unterschiedlichkeit der beiden Gehirnhälften wird eigentlich jetzt schon deutlich. Es ist ganz wichtig, dass die miteinander arbeiten und auch synchron miteinander schwingen. Denn nur dann können wir leicht denken und spielerisch leicht kreative Ideen entwickeln, die dann lösungsorientiert und auch schöpferisch sind. Und der Alpha-Zustand ist eben mit diesem, setzt Entspannung voraus, sodass wir eben beide Hirnhälften gleichermaßen wunderbar einsetzen und damit spielen können. Theta-Wellen erscheinen im Zustand der tief versunkenen Meditation oder auch im Schlaf, während Delta-Wellen im Tiefschlaf oder auch in der Trance beispielsweise auftauchen. Ja, es ist nachweislich bestätigt worden, dass der Klang Einfluss auf die Gehirnaktivität nehmen kann. Vor allen Dingen wird die entspannte Wachheit, also werden die Alpha-Hirnströme produziert. Und das ist eben auch ein Zustand, in dem der Körper in dem Ruhemodus ist. Und dieser Ruhemodus ist ganz wichtig für die Regenerationsfähigkeit unseres Körpers. Also der Heilungs- und Ruhemodus ist identisch und geht mit Alpha- oder noch langsameren Hirnwellen einher. Während Stress immer mit Beta- oder auch hohen, vor allem hohen Beta-Wellen einhergeht. Und bei Stress ist auch der sogenannte Mandelkern, die Amygdala, besonders aktiv. Es ist auch unser Angstzentrum im Gehirn. Und das ist immer bei Stress, bei Angst, bei großen Sorgen aktiv und verhindert eigentlich die entspannte Wachheit. Das heißt, wir haben dann überhaupt keinen Zugriff mehr auf unser Großhirn und damit auf die Fähigkeit nachzudenken und durch Nachdenken auch Lösungen für unsere Probleme zu finden, sondern der Körper schaltet auf den Überlebensmodus, auf den Stressmodus und setzt eine ganze Kaskade von überlebenswichtigen Dingen in Gang, die zwar kurzfristig unser Leben Überleben garantieren, aber wenn wir einen solchen Stressmodus dauerhaft haben, dann können stressbedingte Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und vieles mehr ausgelöst werden. Und die Medizin weiß heute, dass sehr, sehr viele chronische Erkrankungen oder auch sogenannte Zivilisationserkrankungen eigentlich ihre Ursache in diesem dauerhaften Stress finden oder ihre Ursache darin haben. Wenn es also um Klang und Gesundheit geht, so wäre also die Anforderung, die wir an den Klang stellen, dass sie Stress abbauen und somit die Gesundheit fördern und stärken können. Was davon ist denn jetzt eigentlich wissenschaftlich auch heute belegt? Ja, wissenschaftlich belegt ist, dass Klang tatsächlich die Gehirnhälften synchronisieren kann. Und somit kommen Denken und Fühlen ins Gleichgewicht. Es ist aber auch belegt, dass Stresshormone sinken und stattdessen sogenannte Glückshormone ausgeschüttet werden. Das bedeutet eben als Folge, dass sich unser Blutdruck normalisiert, dass aber auch die Atemfrequenz und unser Herzschlag sinkt. Und vor allen Dingen wird der Parasympathikus aktiviert. Das ist der Teil des autonomen Nervensystems, der für die Entspannung und Regeneration des Körpers vonnöten ist. Das heißt, durch Klangarbeit schaltet der Körper auf Entspannung
Und da der Körper so viel Selbstheilungskräfte in sich selbst trägt, reicht es eigentlich fast aus, in diesem Entspannungsmodus zu kommen, um den Körper seine Regenerationsarbeit selbst machen zu lassen. Es wird aber auch das sogenannte Kuschelhormon ausgeschüttet, das ist das Oxytocin. Und das ist auch bei Neugeborenen, wenn eine Mutter stillt, wird auch Oxytocin ausgeschüttet. Und das sorgt für ein, ja, ist vertrauensbildend. Es stellt eine besondere Beziehung zu dem Menschen her. Für uns ist es jetzt nicht so entscheidend, dass beispielsweise der Kunde oder Patient eine Beziehung zum Therapeuten aufbaut. Auch das ist natürlich wichtig, dass wir ein vertrauensförderndes Umfeld schaffen. Aber das Entscheidende ist, dass das Vertrauen zu sich selbst gestärkt wird und so ein Urvertrauen ins Leben wieder entsteht, nämlich ich kann das schaffen. All meine Probleme, es wird Lösungen geben, ich werde sie finden, ich kann die Dinge bewältigen. Dass also auch die Fähigkeit gestärkt wird, selbst für sich etwas tun zu können. Und dafür sorgt eben das Oxytocin auch. Ja, die Klangwirkung auf Geist und Seele lassen sich eigentlich so beschreiben, dass wenn sich unsere Hirnwellen ändern, verändert sich auch unser Bewusstseinszustand. Und wir schwingen wieder mehr mit dem, was wirklich ist, und weniger mit dem, was wir uns zusätzlich erdenken, wo wir in unseren Gedankenkreisläufen so verhaftet sind und gefangen sind, dass wir eigentlich durch die Gedanken um etwas wir uns das Leben schwer machen. Außerdem durch den Hemisphärenausgleich bekommen wir auch wieder Zugang zu unseren inneren Ressourcen, zu unseren inneren Kräften. Und es werden auch lösungsorientierte Perspektiven eröffnet. Alleine kann, ja, für die Seele können stressgeplagte, erschöpfte und seelisch angespannte Menschen durch die Klangarbeit können eine willkommene Entlastung und eine Ruhepause finden. Bei einer Klangmassage beispielsweise wird den Klängen ja auch gelauscht. Und dieses dem Klänge nachhorchen, das führt uns sanft und ganz leicht wieder nach innen. Unsere Wahrnehmungs- und Erfahrungsräume öffnen sich. Und gerade gestresste Menschen, die so sehr mit äußeren oder auch inneren Problemen beschäftigt sind, kann es eine heilsame Zeit sein, sich ganz zu spüren und sich selbst wieder nahe sein zu können. Also Klänge berühren nicht nur den ganzen Körper, sondern eben auch die seelische und sogar spirituelle Ebene wird angesprochen. Und ja, der Mensch wird wieder für seine eigenen Rhythmen sensibilisiert, für seine eigenen tiefsten Bedürfnisse, die er auch wieder wahrnimmt. Und somit entsteht ein harmonisches Schwingungsfeld, was sich auf die Stimmung niederschlägt und auf den ganzen Organismus vitalisierend und harmonisierend wirkt. Es ist also eine wunderbare Gelegenheit, einmal die Seele baumeln zu lassen und ganz ohne Gedanken einfach nur zu sein. Und auf energetischer Ebene regen Klänge die Chakren an, mitzuschwingen. Und dabei geht beispielsweise das Wurzelchakra der körperlichen Ebene mit sehr tiefen, eher langsam schwingenden Klängen, zum Beispiel auch mit Trommelmusik und Rhythmen, in Resonanz, während das
Kronenchakra, was für Spiritualität steht, die Einbindung in das größere Ganze, durch helle, schnell schwingende Klänge aktiviert werden kann oder auch durch bewusste Stille. Die Frequenzen der Obertöne der Klangschalen schaffen eine, ja, wir können fast sagen, eine schützende Körperklanghülle, wie ein umhüllender Kokon, in dem Geborgenheit und Sicherheit erfahrbar wird. Hohe Töne schenken dafür die Weite des Himmels und öffnen einen Raum für den Geist, für Inspiration, für Eingebundensein und Verbundensein mit allem, was ist. Ja, eigentlich habe ich jetzt schon ausführlich erklärt, wie der Klang wirkt und weshalb es also Sinn macht, in der Therapie oder einfach für die Entspannung, zum Wohlfühlen, mit Klang zu arbeiten. Und ich möchte hier auf vier verschiedene Angebote, die im Klangreich Berlin gemacht werden, kurz eingehen, nämlich die Klangmassage, die Klangtherapie, die Klangreise und die Klangmeditation und möchte auch die Wirkunterschiede bzw. den unterschiedlichen Einsatz darstellen. Beginnen wir mit der Klangmassage. Bei der Klangmassage werden die Klangschalen direkt auf den Körper des liegenden Menschen aufgestellt. Und nach einem bestimmten Muster von den Füßen beginnend bis zum Kopf und wieder zurück werden die Klangschalen angeschlagen und die Schwingungen breiten sich über die Luft hörbar, aber auch über das Körperwasser fühlbar, vibrierend, durchdringend aus. Diese von innen wirkende sanfte Massage erreicht jede einzelne Körperzelle, die dann zum Mitschwingen angeregt wird. Wir können auch sagen, die Zelle beginnt zu tanzen. Dadurch wird der Stoffwechsel angeregt und stagnierte, verdichtete Energie wird gelockert und beginnt wieder zu fließen. Eine Klangmassage kann eigentlich verglichen werden wie mit einem heilsamen Bad in einem reinigenden, lebendigen, frischen Wasser, weil alles durchdrungen wird und jede Zelle sich mit frischer Energie versorgen kann. Wird nach der Behandlung zusätzlich ausreichend Wasser getrunken, dann sind die Klänge auch ideale Begleiter bei Fasten-, Entschlackungs- oder auch Entgiftungskuren. Die harmonisierenden Schwingungen können aber auch einen harten und angespannten Rücken auf Dauer lockern. Es kann eingesetzt werden bei Bandscheibenschmerzen, Schulter- und Nackenproblemen, Gelenkschmerzen, Nervenschmerzen können sogar gemildert werden. Und deshalb zeigt die Klangmassage oder auch überhaupt die Schwingungen der Klänge auch in der Schmerztherapie ihre Wirkung. Denn über die sanften Vibrationen wird die Durchblutung der Gewebe und Organe angeregt. Auch Narbengewebe kann sich entspannen. Und vor allen Dingen auf der seelischen Ebene kann der Mensch eine Zeit der Ruhe und Entspannung finden. Es ist eine berührende Stille und ein stilles Berührtsein möglich. Eine Klangmassage dauert normalerweise 60 Minuten, in denen nicht gesprochen wird. Es ist also eine nonverbale Zuwendung, die stattfindet und der Kunde kann ganz bei seinem eigenen Erleben bleiben. Findet eine Inlenkung statt einer Ablenkung statt. Ein tiefes sich selber spüren, mit sich selber sein.
Und spätestens beim Anschlagen von zwei Klangschalen kann auch unser, ich nenne es jetzt mal die linke logische Denkende, der Analyzer, der wird still. Und wir erfahren einen Raum, eine Zeit, in der wir einfach sind, ohne denken zu müssen. Und dabei begleitet der Therapeut diesen Prozess einfach mitfühlend und haltend. Er manipuliert nicht, er greift nicht in den Prozess ein, sondern es ist ein ja, Mitfühlen, was wiederum, das sagen mir jedenfalls meine Kunden sehr häufig, als unglaublich angenehm empfunden wird, wenn dieser Prozess von jemandem mitfühlend beobachtet wird, ohne dass manipuliert oder eingegriffen wird und auch ohne dass gesprochen werden muss oder wird. Ich habe immer mehr Kunden, die sagen, ich will nicht reden. Und da ist die Klangmassage, das Erleben des Klangs genau das Richtige. Bei einer Klangtherapie geht es ohne Reden dann doch nicht. Zumindest vor einer Klangbehandlung und auch danach ist ein Gespräch sehr wichtig. Denn in der Klangtherapie geht es ja vor allen Dingen auch darum, die Chakren wieder auszugleichen und miteinander zu verbinden, aber auch genau hinzuschauen, wo denn bestimmte ja, Blockaden oder unharmonische Schwingungsfelder im Körper des Menschen sind. Und ein Vorabgespräch ist sehr wichtig, um auch mit der aktuellen Lebenssituation oder auch mit früher gemachten, vielleicht sogar auch traumatischen oder schwierigen Lebenserfahrungen eine Verbindung wiederherzustellen zu dem jetzigen körperlichen, energetischen Zustand des Menschen. Und während der Klangarbeit, es kann eine Klangmassage sein, es kann aber auch eine Klangreise sein oder etwas anderes, können bestimmte Dinge ins Bewusstsein des Patienten treten, Dinge, Erkenntnisse werden möglich und dann ist es ganz wichtig in einem anschließenden Gespräch, diese Erkenntnisse, diese gemachten neuen Erfahrungen mit einzubinden. So wie ja auch im Schlaf, im Traum häufig unser rechtes Hirn, also unsere in uns liegende Weisheit, uns in Symbolsprache, in Form von Bildern oder auch Symbolen, uns Hinweise, Lösungsmöglichkeiten aufzeigt, so kann in einer tiefen Entspannung während der Klangarbeit können natürlich auch hier bildhafte Dinge aufsteigen, wo es dann ganz wichtig ist, mit dem Therapeuten darüber zu sprechen, sodass ein Bewusstwerdungsprozess in Gang gesetzt werden kann. Das ist also Klangtherapie, so wie ich sie in meiner Praxis anwende. Das wäre die Klang-Energiearbeit. Manchmal kommen aber auch Menschen zu mir, die, ja, ich sage jetzt mal, eine Art schamanische Reise in ihre Innenwelt machen möchten. Und da biete ich sogenannte Klang-Vision-Quest an. Also da möchte ich durch die Klangarbeit den Zugang zum inneren eigenen kreativen Potenzial ermöglichen. Und führe mit meinen Klängen den Menschen in einen tranceartigen Zustand, in dem dann eben auf eine vorhergestellte Frage ja, lösungsorientierte Ansätze, Bilder, Erkenntnisse, Dinge erfahrbar werden. Während die Klangentspannung, klar ist eben die Klangmassage, wo die angewendet werden kann bei allen stressbedingten
körperlichen, aber auch mentalen und emotionalen Zuständen. Außerdem biete ich immer wieder sehr, sehr gerne Klangreisen an. Nicht nur für Gruppen, sondern auch für Einzelpatienten oder auch für Paare. Ob das nun Freunde sind oder wirkliche Paare, ist eigentlich völlig egal. Es ist ein Erleben, was ganz speziell ist. Und ich werde immer wieder gefragt, was denn eigentlich eine Klangreise ist. Sie sehen hier auf dem Foto jede Menge Klanginstrumente, jetzt nicht nur Klangschalen, sondern auch, da liegt zum Beispiel ein Regenmacher. Oder Sie sehen im Hintergrund ein sogenanntes Monochord. Es kommen hier also mehrere obertonreiche Instrumente, auch ein Gong, zum Einsatz. Und es ist im Prinzip ein spezielles meditatives Konzert, bei dem die Teilnehmer liegen und ihre Augen geschlossen haben und sich ganz auf ihren Hörsinn konzentrieren können. Und über das Lauschen, das Ohr führt immer auch nach innen. Und so beginnt eine innere Reise, die zunehmend auch innere Räume öffnet und die Wahrnehmung wieder auf innere Prozesse lenkt. Jeder Teilnehmer begibt sich auf eine, ja, seine eigene individuelle innere Reise, die ich mit den verschiedenen Klängen begleite. Und ich staune immer wieder in einem Austausch hinterher bei einer Tasse Tee, wie unterschiedlich die Erfahrungen bei ein und demselben Konzert gemacht werden. Jeder hat seine eigenen assoziativen Gedanken und jeder begibt sich wirklich auf eine individuelle Reise. Der Klang ist praktisch eine Einladung. Er kann wie eine Brücke sein, in eine innere Welt einzutauchen, die selten so gespürt wird. Es ist eine Einladung, ganz bei sich selbst zu sein und dort zu verweilen, in der eigenen Mitte ankommen. Und es ist eben mit Klang viel leichter möglich, sich auf diese Räume der Stille oder auf diese Räume in sich selbst einzulassen. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie die Teilnehmer darauf reagieren und erstaunt sind, dass wir Erfahrungen machen können, wahrnehmen können, ohne zu denken und einfach nur da sein können, so wie wir das auch in der Meditation ja eigentlich uns wünschen, da sein, ganz klar und präsent in der Gegenwart. Und das geschieht bei Klangreisen, dem meditativen Konzert der Stille, fast wie alleine. Klang berührt und bewegt den Menschen als Ganzes, können wir eigentlich sagen. Und es sind auch spirituelle Erfahrungen möglich. Und wie auch in der Meditation spielt beim Klang die bewusste Wahrnehmung der Stille eine große Rolle. Und wenn wir Klang und Meditation miteinander verbinden, dann spielt die Stille, das Wahrnehmen der Stille auch hinter den Klängen und hinter den Geräuschen eine sehr große Rolle. Stille und Klang arbeiten Hand in Hand, kann man sagen. Das Lauschen einer klingenden und verklingenden Schale, der Klang kommt aus der Stille und führt wieder in die Stille. Und die Stille ist genau der Raum und der Ort, der dem Klang die Möglichkeit gibt zum Wirken, zum Heilen. In diesem Raum geschieht die transformierende Arbeit der Frequenzverlagerung. Und genau hier kann Veränderung
stattfinden. Dabei ist es eben keine von außen erzwungene Veränderung, sondern die Stille, die auch Wachheit und Achtsamkeit braucht. Diese Stille beinhaltet unendlich viele Möglichkeiten, aus denen wir immer wieder Neues schöpfen können. Die Stille ist also wie ein Raum der tausend Möglichkeiten und jeder hat zu jedem Zeitpunkt in diesem Raum die Freiheit der Wahl. Und so können wir uns entscheiden, andere Entscheidungen zu treffen, die zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden führen oder einfach nur zu sein. Und so möchte ich Sie am Ende meines Vortrages, ja, vielleicht mit einem Abschlusswort begleiten, nämlich mach die Ohren einfach nach innen auf. Denn alles, was du suchst, findest du in dir. Und du findest es in diesem Raum des Klangs, in diesem Raum der Stille, den du natürlich mit anderen Wegen auch vorfinden oder finden kannst. Es gibt immer viele Türen in diesen Raum hinein, aber eine Möglichkeit ist es eben mit Klangarbeit, diesen Raum sehr einfach und schnell und leicht zu betreten. Und ja, wenn ich Sie jetzt ganz arg neugierig gemacht habe und Sie in Berlin wohnen oder mal in Berlin zu Besuch sind, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie auch im Klangreich Berlin mal vorbeischauen für die ein oder andere Klangmassage oder Klangreise, wie auch immer. Wenn Sie weiter interessiert sind, schauen Sie doch einfach mal auf meine Webseite www.klangreich-berlin.de. Ich jedenfalls wünsche Ihnen eine wundervolle Zeit und danke Ihnen dafür, dass Sie jetzt doch so lange mir zugehört haben. Ganz herzlichen Dank und alles Gute. Tschüss.